zur 52. Ausgabe von Rockets Fan TV. Hello and welcome aboard to a 158 Rockets. Rockets Fan TV wird euch präsentiert von N3W. www.n3w.de. Ja, ich würde sagen, wir starten wie üblich mit den Spielberichten von letzter Woche. Ladies and Gentlemen, we proudly present you the Rockets. Letzte Woche Freitag das absolute Topspiel der Woche, nämlich die Egeditz Limburg gegen die Snackpoint Eaters, der zweite gegen den zukünftigen Ex-Ersten sozusagen. Ja. Ja, wie man schon hört, wir haben die Partie gewonnen mit 8-6. Wir sind relativ gut gestartet, haben alles gegeben, um nicht so ein zweites Herrental zu erleben. Das war ja eine ziemlich müde Partie, wo wir erst in den letzten paar Minuten dann wie die Feuerwehr losgelegt haben, aber da war es zu spät, der Brand ist war ausgeweitet sozusagen. Ich wollte noch gerade sagen, als der Trainer gesagt hat, dass das nicht mehr passieren wird, hat er sein Wort gehalten, würde ich sagen. Also auf jeden Fall. Ne? Wir sind mit 2-0 in Führung gegangen, kurz vor Ende gab es dann noch einen unglücklichen Anschlusstreffer durch einen individuellen Fehler. Im zweiten Drittel haben wir dann gleich gut weitergemacht. Haben das 3-1 geschossen und dann haben wir so ein ganz bisschen den Faden verloren, beziehungsweise ich würde noch nicht mal sagen, den Faden verloren, sondern die Snackpoint Eaters haben auch zu ihrem Spiel gefunden, konnten dann relativ gut und schnell noch vor der Drittelpause auf 4-4 sogar ausgleichen. Im nächsten Drittel ging es dann wieder munter von vorne los, 5-4 durch Fortin, 5-5 und danach haben wir dann endlich gezeigt, dass wir die Punkte haben wollen. Wir haben dann das 6-5 durch Kies und 7-5 durch McLean. Die Damen und Herren aus Limburg-Geleen kamen dann zwar nochmal auf ein Tor ran, aber letzten Endes haben wir den Sack zugemacht. David Lademann auf Zuspiel von McLean und Crocker. Und damit war der Tabellenwechsel perfekt. Ne? Wir haben Platz 1 übernommen und haben den auch behalten übers Wochenende. Und dazu kommen wir jetzt gleich. Absolutes Topspiel, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. So sieht's aus. Am Sonntag dann das krasse Gegenteil, der Tabellenerste spielt gegen den Tabellenletzten und das sind immer ganz spannende Spiele, denn der Tabellenerste, der möchte sein Gesicht von den Tabellenletzten natürlich nicht verlieren, denn man möchte ganz klar zeigen, wer hier der Chef im Haus ist, der Chef in der Tabelle. Und der Tabellenletzte, der braucht unbedingt Punkte und geht natürlich all in, hat ja nichts zu verlieren und so sah das Spiel ja dann auch relativ aus. Ja, es war eine relativ schwache Partie, muss man sagen, also zumindest die ersten zwei Drittel. Die Golden Sharks waren noch leicht unterbesetzt, denn ihr bester Topscorer musste in der Verteidigung spielen. Letzten Endes gegen die Mechelen Sharks, Golden Sharks war dann relativ zügig in Führung. Dann haben wir noch eine Strafe aufgebrummt bekommen für Nils Wegner. Der wiederum ist dann nach einem überstandenen Unterzahlspiel rausgekommen, hat dann kurze Zeit später das Spiel ausgeglichen. Dann ist nicht mehr viel passiert. Im zweiten Drittel haben wir auch, ich sag mal, auf jeden Fall deutlich mehr Torschüsse gehabt, aber insgesamt war das Spiel relativ zerfahren. Ja, und dann im dritten Drittel kam dann alles ganz anders. Ja, weil in der 48 Minuten hat Wegner dann kurz nach der Strafe das erlösende 3-2 geschossen und danach haben wir gezeigt, wer der Chef im Haus ist und haben richtig aufgedreht. Die Partie ging am Ende aus mit 6-2 und ja, am Ende haben wir dann doch die 3 Punkte nach Hause geholt. Genau, wir bleiben Tabellenführer und die Golden Sharks bleiben vorerst zumindest auf dem letzten Tabellenplatz in der Bene League, beziehungsweise im Bene Cup, Entschuldigung. Gestern Abend gab es eine Tagung von der Bene League. Ja, da wurde ein bisschen was besprochen, wie es aktuell so läuft. Alle Vereine haben sich sehr zufrieden gezeigt und wir von unserem Medienteam haben die Gunst der Stunde genutzt und dank unserem sportlichen Leiter, der unser Sprachrohr gestern Abend war, haben wir erfragen lassen, ob wir nochmals so, einen Spieler verkabeln dürfen, also dieses Cable Guy, was wir neulich mit dem Trainer gemacht haben. Dazu kann der Tristan uns ein bisschen was erzählen. Ja, wir durften ja, wie du schon gesagt hattest, neulich unseren Trainer Carsten Gostek verkabeln und durften mal so ein bisschen reinhören, was er denn so während des Spiels kommentiert. Und ja, wie du schon gemeint hattest gerade, wir dürfen weitere Folgen davon aufnehmen und dürfen eventuell ein paar Spieler mal vertonen und können da so rein, was die während des Spiels sagen. Genau, wir haben ja momentan sind wir so ein bisschen am Schielen, wen können wir da rausnehmen, ne? Also letzten Endes natürlich am interessantesten, muss man sagen, die Kapitäne, weil die haben ja auch das Kommunikationsrecht auf dem Eis mit den Refs. Letzten Endes, wenn wir das dann aufgenommen haben, wird das dann nochmal natürlich zusammengeschnitten für euch, damit es nicht so übermäßig lang ist. Und dann wird es nochmal intern gesichtet. Ja? Wir müssen halt gucken, dass das alles ordentlich ist, dass da keine schlimmen Worte fallen, was ja sowieso grundsätzlich auf dem Eis nicht passieren sollte.
Aber es kann ja immer sein, dass so eine Emotion gerade durchgeht. Wir wissen alle, dass es anders ist. Das macht den Sport ja aus, ne? Alles so ein bisschen, bisschen härter, ein bisschen... Fäuste, wollte ich gerade sagen. Aber fair immer, ja. Natürlich. Gut, ansonsten würde ich sagen, kommen wir jetzt schon zum... Also ich wollte noch kommentieren. Ne? Und zwar, dass ich nämlich im Vergangenheit auch schon genau das gefragt wurde, was... Jetzt bin ich seit kurzem ja, sag ich mal, in der Position, dass ich auch mal höre, was der Trainer und was die Spieler sagen. Und da wurde ich tatsächlich schon das Häufigen gefragt, ja, was kommt denn da so? Ich habe jetzt Freunde, die bei den Kassel Huskies Fan sind, da kriegt man ja nicht so den Einblick leider. Und da waren die total daran interessiert. Und umso spannender ist das ja auch mal, das zu sehen. Und es ist ja, oder zu hören, wollte ich sagen. Und es ist ja auch sehr werbend für den Sport. Das stimmt auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, wurde oft geguckt und deshalb freuen wir uns auch, euch dann wieder sowas präsentieren zu dürfen. Jetzt kommen wir aber zu jemandem, der auch relativ oder der schon sehr erfolgreich seine Sendung hier im Internet präsentiert, nämlich Top Hockey Deutschland, moderiert von dem Patrick Lietz. Und der war so nett und hat uns passend zur Benelik was zur Verfügung gestellt, nämlich die Top 3 Trikots der Benelik. Und das komplette Ranking wird es dann demnächst in einem Video geben. Aber schaut euch erstmal die Top 3 an. Servus, mein Name ist Patrick von Top Hockey Deutschland und ich bedanke mich erstmal bei den Männern von Rockets Fan TV, dass ich wieder Teil in diesem Format sein darf. Ich habe mich ein bisschen in der Benelik umgeschaut und mal geguckt, wie sehen denn die Trikots aus. Somit habe ich eine kleine Top 3 zusammengestellt mit den besten Heimtrikots der Saison 23/24 aus der Benelik. Lass uns loslegen. Und zwar haben wir auf dem dritten Platz den Verein aus Herrentals, Belgien. Ein schön sattes Rot. Ist auf jeden Fall richtig auffällig. Man hat noch einen schön dicken weißen Balken, der einmal hier um das Trikot rumgeht, auf der Höhe ungefähr, und auch noch über die Ärmel. Hinten hat man noch eine große Nummer drin, die sich damit ein bisschen eingeprägt hat. Und das war es halt auch noch nicht. Man hat auch noch so graue Striche mit drin und ein schön großes Logo. Das sieht wirklich sehr anständig aus, ist auf jeden Fall auffällig und nicht zu langweilig. Ist genau richtig. Auf dem zweiten Platz haben wir die Bulldogs aus Lüttich. Das hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Trikot von den Kasseler Huskies. Das Trikot-Ranking kommt auch noch irgendwann. Auf jeden Fall schönes Dunkelblau. Oben noch so weiße Badges, damit das oben nicht zu langweilig rüberkommt um den Kragen rum. Und was auffällig ist, diese weiß-roten Streifen bei den Ärmeln, hier unten und natürlich auch dieser schöne Bulldog-Kopf. Die Hauptfarbe im Dunkelblau gehalten, sieht sehr, sehr, sehr stark aus. Wirklich sehr stark. Und auf dem ersten Platz, und jetzt werden mich wahrscheinlich ein paar Leute ganz komisch angucken, aber man muss es objektiv betrachten, denn die Bären aus Neuwied haben das beste Trikot der Benelik diese Saison. Ist einfach so, meiner Meinung nach. Denn dieses Dunkelblaue kombiniert mit diesem leuchtenden, ich nenne es jetzt einfach mal Neonblau, weil das wirklich schon sehr strahlend ist, das sieht so stark aus. Allein der Kragen auch, wie das verarbeitet ist, auf den Ärmeln diese dicken Balken und natürlich dieser schöne, geile Bärenkopf, der noch so ein bisschen über diesen Neuwied-Schriftzug drüber geht. Mega geil. Somit war es das mit meiner kleinen Top 3. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bedanke mich. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Endlich wieder Eishockey. Am Samstag beginnen wir mit einer Auswärtspartie bei den Chiefs aus Leuven in Belgien. Die sind aktuell auf dem vierten Platz. Die haben dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal in Overtime auch knapp verloren. Und jetzt wollen wir so ein bisschen die Spieler vergleichen. Wir beginnen mal mit unserem David Lademann. Ja, Lademann hat in 6 Spielen 14 Punkte erzielt, 6 Tore, 8 Assists und hat 6 Strafminuten erhalten. Ja, und dann haben wir noch den besten Spieler von Leuven. Das ist ein kleiner Zungenbrecher. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob er richtig ist. Auf Platz 14 Ignaz Steyert mit folgenden Statistiken. Stay hard. Entschuldigung. er hat 5 Spiele gespielt, hat dabei 9 Punkte erzielt, 3 Tore, 3 Assists und noch keine Strafminute tatsächlich. Am Sonntag geht es dann weiter zum Derby. Diesmal bei uns am Dietzer Heckenweg. 18.30 Uhr geht's los. Also wer jetzt noch keine Karte hat, der sollte sich eine kaufen oder früh genug da sein. Und hier nochmal der Appell an euch, kommt in Fahrgemeinschaften, denn der Parkplatz wird ziemlich voll sein. Und wichtig dabei ist, schön anstimmen, ne? Also wir brauchen Leute, die unterstützen. Genau. Auch hier der Vergleich, David Lademann haben wir eben schon gehört, an Platz 2 mit 14 Punkten. Im Gegensatz dazu bei Neuwied der Topscorer auf Platz 23, der Yannick Sperling, hat momentan 3 Spiele gemacht, 7 Punkte, 1 Tor, 6 Assists und 2 Strafminuten. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber wie gesagt, das ist ja auch nur eine Momentaufnahme
Und ja, ich würde sagen, damit sind wir am Ende des Vergleichs. Ich würde auch generell sagen, dass bei uns noch mehr Strafminuten gehen. Das stimmt allerdings. Den Kommentar lassen wir noch zu. Ja, ansonsten würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt. Dann noch ein kleiner Aufruf. Das Sprayteam sucht aktuell noch einen Kommentator. Wenn du dich also angesprochen fühlst, dann kannst du entweder uns oder info@egdl.de anschreiben und ja, vielleicht willkommen im Team dann. Ja, auf jeden Fall kann man das mal probieren. Das ist gar nicht so schlimm, ne? Wir haben, oder ich zumindest, habe auch damit begonnen, das einfach mal zu machen, aus der Not heraus, sage ich mal, weil der Verein niemanden hatte. Und das ist gar nicht so schlimm. Und wenn man nicht der Hauptkommentator wird, dann wird man halt eben ein guter Co-Kommentator. Das ist auch kein Ding. Nach so ein paar Mal hat sich das ein bisschen eingespielt. Probiert es einfach aus, kommt vorbei, wir helfen euch dabei. Und vielleicht wird dabei ja ein verstecktes Talent entdeckt. So sieht's aus. Der nächste Werner Hansch, das Eishockey. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich erstmal vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank an Top Hockey Deutschland. Ja, und jetzt komme ich noch zu einer Sache. Ich will jetzt gar nicht sagen, ich muss noch eine kleine Wutrede halten, aber letzten Endes ist es so. Es ist im Februar diesen Jahres passiert, dass wir, oder die EGDiz Limburg dann hat ein paar Spieler ziehen lassen. Ja, Fedor Kolopailo, Sandis Zalmanis, als man dann gesagt hat, okay, man will ihnen noch die Chance geben, irgendwo anders ein bisschen Geld zu verdienen. Es war zwar blöd, weil wir dann ein kleines Kader hatten, aber letzten Endes beste Entscheidung, ne? Auch für die Spieler. Und ja, dann gab es dann einen Agenten von einem jungen Spieler. Der Spieler, den trifft auch absolut keine Schuld. Der hat dann Telefonterror betrieben. Richtig massiven Telefonterror. Mails geschickt. Rumgepöbelt, was für ein Scheißverein wir wären. Was für Scheißmenschen unser Vorstand ist, dass man diesen jungen Spieler nicht gehen lässt. Dass man jetzt gerade nicht ans Telefon geht. Ich habe gesagt, oder ich habe daran erinnert, dass ich nur der Pressesprecher bin. Oder halt hier auch Rockets Fan TV. Das war ihm egal, dann nochmal angerufen, nochmal angerufen, nochmal angerufen. Meine Frau hat es ja mitbekommen, die hat auch nur mit dem Kopf geschüttelt. Letzten Endes aufs Übelste über unseren Verein gepöbelt. Und dann kam eine Sache, die ist mir noch übler aufgestoßen als alles andere. Das war, als er gesagt hatte, eure Kanacken, die lasst ihr gehen und deutsche junge Spieler nicht. Und da habe ich gedacht so, hallo, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich dieses Gespräch nicht weiterführen möchte, weil es mich ankotzt. Ja, jemand, ein Agent, der Spieler vermittelt, der Werte vermittelt, der für junge Spieler zuständig ist, dass der diese Rassismuskeule auspackt, ist zum Kotzen. Ich habe es an den Verein weitergegeben, der Verein an den DEB. Ich habe nichts mehr gehört seit langem, auch auf Nachfrage nicht. Wir haben es an eine Organisation weitergegeben, die für Vielfalt und Diversität steht. Für Offenheit, für ein tolles Miteinander. Die haben wir jetzt auch 4-5 Mal angeschrieben. Da wurde mir dann auch vor ein paar Wochen nochmal gesagt, was man nachhört beim DEB. Es gab keine Rückmeldung aus irgendwas. Wir stehen hier im Eishockeysport für diese Vielfalt. Wir haben Spieler aus allen Herren Ländern. Ja, dann kommt irgendein Agent, bepöbelt den Verein, packt die Rassistenkeule aus und es passiert gar nichts. Und das ist zum Kotzen. Und deshalb kann ich nur sagen, lieber DEB, äußert euch dazu. Warum darf dieser Mensch weiterhin Spieler vermitteln? Wie kann das sein? Gab es irgendeine Entschuldigung dafür? Hat er irgendwas dazu gesagt? Warum wird das verschwiegen? Es ist wirklich zum Kotzen. Und deshalb, ja, das war uns einfach wichtig gewesen, das nochmal zu sagen, weil es einfach nicht sein kann. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber es war wirklich ein aufreibender Abend. Es gab viele, viele Telefonate bis hin zu einem aus unserem Vorstand, wo man dann irgendwie die Nummer von zu Hause rausgefunden hat, wo die Frau alleine gesessen hat, wusste gar nichts, die nichts mit Eishockey zu tun hat. Und auch die wurde dann aufs Übelste niedergemacht. Das kann nicht sein, dass solche Menschen weiterhin in diesem Sport agieren. Wir werden, wie gesagt, keine Namen nennen, aber ich musste es einfach mal loswerden, weil mich das seit Februar wirklich ganz massiv belastet und ankotzt. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag und wir sehen uns in Folge 53 wieder. Macht's gut.